Führungskräfte in unserem Unternehmen sind ausnahmslos alle aus dem Unternehmen entwickelt worden. Die meisten Hotelleiter waren früher Rezeptionisten bei uns und sind über die Jahre auch aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Deutschen Hotelakademie in die Rollen gewachsen, in der sie heute sind. Und einige öffnen jetzt recht eigenständig schon Hotels. Und nur durch diese Menschen sind wir heute in der Lage, überhaupt zu sagen, wir haben 13 Standorte und weitere 5 in der Pipeline. Wir haben natürlich On-the-Job-Training und Mentoring in den einzelnen Hotels. Das wird in erster Linie verantwortet von unserem Operations Manager und von den Hotelleitern, die entsprechende Erfahrung auch in anderen Hotelgruppen haben. Natürlich gibt es interne und zentral organisierte Schulungen. Diese werden in erster Linie verantwortet von unserem Human Resources Department. Wir sind stetig dabei, diese internen Schulungen auch zu entwickeln, und wir machen es auch so, dass jemand, der vielleicht eine externe Schulung woanders mal besucht hat, diese auch mit dem Team teilt. Wir veranstalten Workshops, gerade auch für angehende Führungskräfte, 1 bis 2 Mal im Jahr. Und dann gibt es kompetente jobbegleitende Studiengänge, die zusätzlich zum Training im Hotel für uns auch dann die nötigen Kenntnisse und das theoretische Fachwissen vermitteln. Und das ist auch ganz wichtig für uns, dann auch auf dem anerkannten Abschluss nachher hinleiten. Dieses Thema kam für mich zum ersten Mal auf vor ungefähr 5 Jahren, wo wir aufgrund unserer Expansion die Herausforderung hatten, wirklich geeignete Menschen ins mittlere Management und Führungskräfte zu entwickeln. Und ich habe damals am Markt, haben wir erkannt, dass es schon Menschen gibt, die vielleicht auch aus einem gastronomischen Hintergrund haben, die Berufserfahrung haben, die aber die Herausforderung haben, dieses theoretische Wissen halt sich noch aneignen zu müssen. Und ich komme aus einer Zeit, da hat man eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht und hat dann 2 Jahre, war man berufstätig, hat Berufserfahrung gesammelt, und anschließend konnte man 2 Jahre Hotelfachschule machen und hatte dann einen staatlich anerkannten Abschluss, der auch in der Industrie anerkannt war. Die Frage ist, wie zeitgemäß ist das noch? Die Lebensansprüche und das Leben hat sich verändert, es ist schnell, es ist digital. Wenn jemand sich an einen Lebensstandard und auch beruflichen Level gewöhnt hat, nach 3 oder 5 Jahren beruflicher Erfahrung, dann wird es schwierig sein, dass er auch finanziell Abstriche macht in einem gewissen Rahmen, weil er sich jetzt 2 Jahre intensiv nur schulisch weiterbildet. Wir haben dann intern ein Management-Training-Programm entwickelt, was sich so aufstellt, dass es in erster Linie an der Rezeption passiert, also auch gerade für Menschen, die noch nie im Hotel gearbeitet haben, ideal ist. Es gibt einen Mentor, das wird intern bei uns gemacht, und es gibt am Ende dieses Management-Training-Programms auch die Möglichkeiten, halt noch in Fachabteilungen reinzuschauen, wie Marketing, wie HR, wie Buchhaltung oder auch Projektentwicklung und Hoteleröffnungen. Das hängt natürlich sehr von dem Management-Trainee ab, wie er sich da noch einbringt, aber das hat sich als sehr erfolgreich bewährt. Das wäre der eine Teil, den konnten wir betrieblich in unserer Kollektion von Hotels abbilden. Die Herausforderung, die wir hatten, war wirklich auch nachhaltig und akademisch aufbereitetes Fachwissen für die Hotellerie zur Verfügung zu stellen. Haben wir mal angefangen mit dem ersten Management Trainee, der dann den Studiengang zum Hotelbetriebswirt belegt hat. Das Feedback war von Anfang an sehr positiv. Was mich persönlich auch begeistert hat, ist die große Vielfalt an Tutoren, ja, die sie dort haben, und insbesondere auch die Möglichkeit, an Webinaren teilzunehmen. Das fand ich von vornherein ganz toll, und auch die Kombi mit den Präsenzzeiten und auch für den Studierenden, ja, dass er da einen Austausch hat mit anderen Studierenden. Die vierte Säule unseres People Development Concepts, ja, sind digitale und online Lernkonzepte. Das sind so 4 eigene Videotutorials, Webinare, und wir sind gerade im Aufbau einer Online-Mediathek. Und auch da werden wir in Zukunft noch enger mit der Deutschen Hotelakademie zusammenarbeiten. Wir sind gerade in der Entwicklung einer kleinen Webinarreihe, die Themen anspricht, die quasi unsere Mitarbeiter auch bewegen. Und da wird es dann ein Webinar geben, was auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das habe ich sehr begrüßt. Und das ist zu einem wirklich darstellbaren finanziellen Rahmen möglich mit der DHA. Und diese Webinare werden wir dann auch einstellen in unsere Online-Library, auf dass sie weiter wächst und dann auch, sag ich mal, eine Hilfestellung für die nächsten Generationen von Mitarbeitern und Führungskräften für unser Unternehmen und auch für die Industrie sein soll. Ja, da ist einmal Kompetenz mit Erfahrung da, aber es sind auch junge, sag ich mal, Menschen, die auch wirklich
am Zahn der Zeit und mit den Studenten da sind. Das heißt, der Betreuer, der gibt uns als Betrieb auch Feedback, was wird heutzutage erwartet, was sind die Ansprüche eines Studierenden, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da nie den Halt und die Connection verlieren, und das hilft uns auch, die DAA hilft uns dabei schon sehr. Bildung wird in der heutigen Zeit immer wichtiger, das ist ganz klar, und Sie können das tollste Gebäude bauen, ja. Sie können, früher hat man alles mit Gold ausgestattet, es war Glamour, heute ist es szenisch, es muss Konzepte haben. Aber eins wird sich auch mit der fortschreitenden Digitalisierung nicht ändern. Ein Hotel wird immer von Menschen gemacht. Ja, wir setzen darauf, dass wir viele digitale Features einsetzen, aber in erster Linie nicht, um den Gast damit zu entzücken, sondern um dem Menschen, dem Teammitglied und dem Mitarbeiter vor Ort die Möglichkeit zu geben, sich von den wachsenden Anforderungen an den Rezeptionsbereich und dieser stetigen Instant Response, sag ich mal, diesem Druck, den er hat, zu befreien, die Möglichkeit zu geben, dass er dann wirklich auch Zeit für den Gast hat. Denn die Berührungspunkte mit dem Gast werden kürzer, aber intensiver. Und das geht nur, wenn man eine entsprechende Ausbildung und auch eine entsprechende Weiterbildung stetig teilnimmt. Ja, und das bieten wir an, und da sind wir froh, die Deutsche Hotelakademie da an Bord zu haben, die uns da sehr, sehr stark unterstützt und uns, sag ich mal, in Sachen Theorie und marktgerechter Weiterbildung da also auch einige Sorgenfreiheit bietet. Und deswegen möchten wir auch in Zukunft weiter mit der DAA auf jeden Fall zusammenarbeiten.